Ist es endlich soweit? Ist das jetzt tatsächlich der endgültige Beweis für außerirdisches Leben, nachdem wir schon so lange suchen? Wenn ja, wäre das tatsächlich die wohl größte Entdeckung der Menschheit. Konkret geht es um eine sehr mysteriöse Probe, die an der internationalen Raumstation ISS gefunden wurde. Ein russischer Kosmonaut ist sich ganz sicher, dass diese Bakterien aus dem Weltraum kommen. Um welche Probe es sich genau handelt und ob sie tatsächlich die Suche nach außerirdischem Leben mit einem großen Erfolg zu Ende bringt, jetzt sind Klicks zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Diese Nachricht ist einfach nur wow. Zitat: Beim Entnehmen von Abstrichen sind Bakterien gefunden worden, die während des Starts des ISS-Moduls noch nicht dort gewesen sind. Das hat der russische Kosmonaut Anton Skaplerov der staatlichen Nachrichtenagentur TASS Ende Oktober berichtet. Seine Vermutung, die Bakterien seien aus dem Weltraum Richtung ISS geflogen und hätten sich dort niedergelassen. Gefunden wurde diese Probe nach Skaplerovs Angaben bei einem Weltraumspaziergang an der Außenseite der Station. Dies liegt wohl schon länger zurück, doch erst jetzt fanden sich in den Laboren auf der Erde wohl die Hinweise auf diese mysteriösen Spuren. Bei den Untersuchungen kam demnach heraus, dass sich darin Bakterien befinden, die eben beim Start des ISS-Moduls noch nicht vorhanden waren, so Skaplerov. Das bedeutet, sie sind aus dem Weltraum gekommen und haben sich an der äußeren Oberfläche niedergelassen. Sie werden bis jetzt untersucht und es scheint, dass sie keine Gefahr darstellen. Doch die Analyse der Proben ist noch längst nicht abgeschlossen und das heißt tatsächlich, alles ist möglich. Doch am wichtigsten ist jetzt vor allem eine Sache, auszuschließen, dass die Bakterien von der Erde stammen. Denn welche Hinweise konkret auf außerirdisches Leben schließen lassen, darauf geht der Kosmonaut in dem kurzen Bericht der Nachrichtenagentur TASS nicht ein. Laut der russischen Agenturmeldung vermuten die beteiligten Kosmonauten jedenfalls, dass die mysteriösen Bakterien wohl 3 Jahre lang im Weltraum zugebracht haben müssen. Das heißt also konkret, in einem luftleeren Raum mit sagenhaften Temperaturschwankungen, die von minus 150 bis plus 150 Grad Celsius reichen. Dennoch wäre eine irdische Kontamination auch eben sehr gut denkbar, denn wir haben ja schon öfter darüber berichtet, Mikroorganismen sind sehr viel robuster, als man vielleicht denken mag. Selbst die extremsten Bedingungen, egal ob auf der Erde oder im Weltraum, scheinen vielen Bakterien nichts auszumachen. Bärtierchen zum Beispiel sind so gut wie unzerstörbar, sie können unter extrem lebensfeindlichen Bedingungen überleben. Realistisch gesehen heißt das wohl, dass die mysteriöse Bakterienprobe Mikroben aus der Erdatmosphäre enthält. Aber, und das ist das Spannende, wenn Bakterien von der Erde unter diesen Bedingungen dort existieren können, dann können auch Bakterien von anderen Planeten so durch den Weltraum reisen und das Leben im Universum von einem zum nächsten Sternensystem tragen. Weltraumstaub bewegt sich sehr schnell und so ist es nicht unrealistisch, dass Mikroben aus anderen Sternensystemen mit ihm reisen. Manche Astrobiologen und Biologinnen gehen davon aus, dass genau durch diesen Prozess auch das Leben auf der Erde entstanden ist. Ist aber eben ursprünglich ganz anderswo aus der Galaxie stammt. Von der NASA jedenfalls gibt es bisher dazu noch keine offizielle Stellungnahme. Fest steht jedoch, dass sich die Suche nach außerirdischem Leben immer weiter zuspitzt. In den nächsten 20 Jahren, so schätzt die NASA, werden wir außerirdisches Leben finden. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema, also wenn ihr es nicht verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Aliens, können wir sie leichter finden. Dafür gibt es nämlich eine Menge Gründe. Also ansonsten, bis dann. Bleibt dran.